Mi 109. Erstflug vor mehr als 50 Jahren. Standardjäger der damaligen deutschen und einiger ausländischer Luftwaffen. Mit 35.000 Exemplaren das meistgebaute Jagdflugzeug der Luftfahrtgeschichte. Nur wenige sind erhalten geblieben. Heute kostbare Museumsstücke. Mi 109. Das Flugzeug, das Willi Messerschmitt weltweit bekannt gemacht hat. Auch das ist ein Messerschmitt-Flugzeug, rund 15 Jahre vor der Mi 109. Selbst der Filmschnipsel ist eine Rarität aus einem Luftfahrtarchiv in Frankfurt. Auf dem großen Frankfurter Flughafen gibt es sicherlich günstigere Plätze, um den Luftverkehr und den Flugbetrieb zu beobachten, als ausgerechnet von hier aus. Und es ist ja auch so, dass für viele Leute der Luftverkehr heute gar nicht mehr so etwas Besonderes darstellt gegenüber dem Bahn- und Straßenverkehr. Dass wir hier aus diesem Fenster einen Blick nach draußen geworfen haben, hat seinen Grund. Denn in diesen Räumen befindet sich seit kurzer Zeit das Archiv des Deutschen Aeroclubs, das in jahrzehntelanger Arbeit von Karl Fey und einigen Helfern zusammengetragen worden ist und das Erinnerungen an diejenigen birgt, die die Luftfahrt noch nicht als etwas so Alltägliches wie wir heute empfunden haben und für die die Fliegerei noch etwas ganz Besonderes gewesen ist. Erinnerungen an die Pioniere. In erster Linie enthält es natürlich Bücher, darunter Raritäten aus aller Welt. Auch alte Flugmodelle, Veranstaltungsprospekte, Münzen, Medaillen. Vor allem aber Fotos in großer Zahl, sorgfältig aufgeklebt aus allen Bereichen der Luftfahrt und der Luftfahrtgeschichte. Aufbewahrt werden auch Erinnerungsstücke, wie diese Fliegerkombination von Hanna Reitsch, die sie bei gewagten Erprobungsflügen getragen hat. Doch das Archiv will kein Museum sein. Man sieht, Herr Fey, in Ihrem Archiv ist noch alles im Werden. Sie sind nun glücklicherweise umgezogen, nachdem Sie jahrelang wahrscheinlich große Schwierigkeiten mit dem Platz gehabt haben. Die Platzfrage war für uns schon immer ein wichtiges Problem. Das Material lag eben in einem Kohlenkeller versteckt und war kaum benutzbar. Und sehr viele junge Menschen kamen, wollten Dissertationen schreiben, Diplomarbeiten schreiben und konnten nie einen Platz finden bei mir, um überhaupt das Material zu finden. Hier ist es endlich übersichtlich geordnet. Und nun wird auch die Vielseitigkeit dieses Luftfahrtarchivs erkennbar. Selbst über Luftschiffe und über Regionen, die mit Hilfe von Luftfahrzeugen erforscht worden sind, gibt es Material, über Jahrzehnte hinweg zusammengetragen. Das Archiv ist sehr vielfältig, hat also die Aufgabe, wissenschaftlich von der Meteorologie angefangen, von der Technik angefangen, bis zum Flugsport vielfältig aufzuzeigen, wie in Deutschland die Entwicklung war. In Ausstellungen soll es später auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Aus diesem Archiv stammen auch diese Fotos aus den Pionierjahren von Willi Messerschmitt, von Flugzeugen, die er zusammen mit dem Bamberger Regierungsbaumeister Friedrich Hart gebaut hat, einem der bedeutenden Segelflugpioniere in Deutschland. Willi Messerschmitt ist zwar in Frankfurt geboren, im Jahre 1898, aber in Bamberg aufgewachsen, wo die Familie eine Weinhandlung betrieb. Schon als Schüler begeisterte er sich für die Fliegerei, die noch in den Anfangsgründen steckte, las alles, was er darüber auftreiben konnte, und baute Flugmodelle. So kam er mit Friedrich Hart in Verbindung, der damals, 1913, 33 Jahre alt war und auf der Kulm, einem Höhenzug nordöstlich von Bamberg, eigene Gleit- und Segelflugversuche unternahm. Die Flugversuche von Hart auf dem Kulm sind uns bis in Einzelheiten hinein sehr genau überliefert. Denn es existiert ein Tagebuch, das Hart damals geführt hat. Dieses Tagebuch ist nach langen Irrfahrten in der Staatsbibliothek Bamberg gelandet. Und hier hat sich Herr Höller damit näher befasst. Ja, Herr Breitmann, ich hatte Gelegenheit, das Tagebuch etwas durchzustudieren. Und es ist erstaunlich, in welcher Form Herr Hart von den Jahren 1909 ab
sich für den Gedanken des Fliegens eingesetzt hat, mit wegen Erfolgen. Das ist alles aufgezeichnet. Mhm. Wir sehen hier zum Beispiel... Sind sogar Bilder drin. Sind Bilder drin, ja, ja, auch aus diesen frühen Jahren. Wir sehen hier das erste Flugzeug, das Hart gebaut hat. Auf der Kulm, Hart in der Maschine, vor der Maschine, ein Herr Ruttmann aus Bamberg, der die Maschine am Strick durch die Luft zieht. Mhm. Damals üblich. Bei starkem Gegenwind. Bei starkem Gegenwind, ja. Mhm. Hart schreibt hier zum Beispiel auf dieser Seite, der Apparat erhebt sich sofort in ca. 8 Meter Höhe, schwebt zunächst in gerader Richtung und so weiter. Und das war der vierte Flug von dem ersten Flugzeug. Bei dem Flug ist leider Gottes die rechte Fläche gebogen. Der Apparat stürzte den Boden. Mhm. Hier sehen wir ihn. Und er liegt auf dem Rücken, und ist zerstört. Ja, ist zerstört. Dem Piloten ist glücklicherweise nichts passiert. Aber Hart fasste sofort den Entschluss, einen zweiten Apparat zu bauen, mit dem er seine Versuche fortsetzen konnte, mit gutem Erfolg. In späteren Zeiten ließ man das Hart Flüge auf dem Kulm bis zu 200 Meter durchführen konnte. Mhm. Dann wurde die Kulm langsam zu klein und man überlegte eine andere Übungsstelle. Ja. Aber ein Hinweis in dem Tagebuch ist noch von besonderem Interesse für uns. Das sehen wir hier. Am 26.03.1913 kam erstmals Messerschmidt auf die Höhe. Messerschmidt ist hier im Buch eigens unterstrichen. Mhm. Hat also irgendwelche Bedeutung. Das deutet auch darauf. Von dem Tag an war Messerschmidt der beste, engste Mitarbeiter von Hart. Ja, und damals 15 Jahre. Damals 15 Jahre, ja. Und das kam durch die Kriegseinwirkungen so. Hart wurde eingezogen und Messerschmidt musste für Hart die Maschinen bauen. Nach den Plänen, die Hart auf Postkarten und Briefen an den jungen Messerschmidt nach Bamberg schickte. Ja. Aber er hat es geschafft. Er hat es geschafft, ja, auch noch sehr, sehr jung. Ja, 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 ja. Und mit diesen Flugzeugen ist dann Hart tatsächlich geflogen. Mit diesen Flugzeugen ist auch Hart geflogen, sobald er auf Urlaub nach Hause kam. Hier sehen wir noch eine sehr schöne Aufnahme aus der Kulm. Hart auf seiner Maschine Nummer 3 bei einem Flug, der über 87,5 Meter ging. Das hört sich heute nicht viel an, aber für die damalige Verhältnisse war das erstaunlich. War das schon erstaunlich. Ohne Motor. Ohne Motor, ja, ja. Zum Teil auch sogar ohne Hilfsmannschaften. Mhm. Aufgrund der Flügelsteuerung. Am 14. Juli schreibt Hart in Angriffnahme eines neuen Apparates. Dasselbe wurde fertiggestellt. Am 24. August die Ausführung erfolgte in der alten Hofhaltung in Bamberg von Herrn Messerschmidt allein. Also der Hinweis darauf, was Sie gerade eben sagten, Messerschmidt hat ihm in der Zeit des Ersten Weltkrieges die Flugzeuge gebaut, genau, nach den Entwürfen, ganz die er genau gemacht hatte. So ist es, ja. Ja. Und dann sind Sie mit diesen Flugzeugen in die Rhön auf den Heidelstein gegangen. Ja. Und da haben wir sogar noch ein Bild von Messerschmidt mit einem der von ihm gebauten Flugzeuge. Genau. Aber er ist selber nie damit geflogen. Man sagt nein. Er hat die Maschine wohl am Boden in der Balance gehalten gegen Wind, aber geflogen soll er selbst nicht sein. Hier haben wir noch eine interessante Aufnahme, und zwar Hart. Man sieht ihn in Uniform, ohne Jacke, in seiner S6 auf dem Heidelstein. Ja, und er hat den wirklichen Steuerknüppel in der Hand. Nicht nur einen, zwei. Zwei sind es, für die Flügelsteuerung. Für die Flügelsteuerung, ne? Ich habe vor mir ein Modell der flügelgesteuerten Maschine aus der Serie S9 Pilotus von Hart gebaut in den Jahren 1922 bis 1923. Das Prinzip der Hartschen Flügelsteuerung lag darin, dass er sich Querruder und Höhenruder ersparte und die gesamte Steuerung in die Fläche legte. Durch Drücken der beiden Hebel hatte man negative Einstellung, durch Ziehen positive Einstellung. 1924 war es mir vergönnt, mit anderen Kameraden zusammen auf dieser Maschine hier in Bamberg von den kleinen Hügeln weg Flüge bis zu 45 Sekunden durchzuführen. Und hier nochmal der Start eines flügelgesteuerten Hart-Messerschmitt-Seglers in der Rhön. Die Flügelverwindung und die schnelle Reaktion des Flugzeugs darauf sind deutlich zu sehen. Messerschmitt hat noch einige weitere Segelflugzeuge gebaut, darunter die S14. Deren Konstruktionsunterlagen von der Technischen Hochschule in München, wo er seit 1918 studierte, als Diplomarbeit anerkannt wurden. Von Hart hat er sich 1922 getrennt. In der komplizierten Flügelsteuerung sah er keine Entwicklungsmöglichkeiten.
und er wollte Motorflugzeuge bauen, auch aus Existenzgründen. Noch immer war er in Bamberg zu Hause. Hier sein Elternhaus, das heute noch den Namen trägt. Seine Familie. Ganz rechts der junge Willi Messerschmidt. Mit Unterstützung seiner Familie gründete der 25-Jährige seine erste eigene Firma, Messerschmidt Flugzeugbau in Bamberg. Eines seiner ersten eigenen Motorflugzeuge war die M17, ein Sport- und Übungsflugzeug. Wir würden es heute einen Motorsegler nennen. Ein letztes Exemplar davon hängt im Deutschen Museum in München. Mit einem Motor, der kaum 30 PS leistete, betrug die Reisegeschwindigkeit um 115 km/h. Doch dank des geringen Treibstoffverbrauchs lag die Reichweite bei etwa 500 Kilometern. Erstaunliche Streckenflüge machten das Flugzeug bekannt. Hierzu Gero von Langsdorff, Mitarbeiter des Deutschen Museums. Nach dem Ersten Weltkrieg entstand in Deutschland ja eine ganz neue Art von Motorflugzeugen. Diese Motorflugzeuge wurden sehr stark beeinflusst von den Erfahrungen, die wir im Segelflugzeugbau gesammelt hatten. Ein typischer Vertreter dieser neuen Flugzeugbauart war Willi Messerschmidt. Messerschmidt als Konstrukteur war vom Leichtbau besessen. Er ging oft bei dem Versuch, die Konstruktion noch weiter zu erleichtern, an die Grenzen des Vertretbaren. Um ein Beispiel Ihnen hier zu nennen, eine seiner ersten Flugzeuge, von deren Bordwand dieses Teil stammt, das war aus 1 mm starkem Sperrholz gebaut. Und die große Kunst des Leichtbaus damals war eigentlich, mit diesen Materialien ein festes Hochleistungsflugzeug zu bauen. Mein Vater war als Flieger und Ingenieur seinerzeit selbst ein Vertreter dieses deutschen Leichtflugzeugbaus. Sein Name verbindet sich mit vielen Rekordleistungen der damaligen Zeit, natürlich auch mit dem Namen Messerschmitts. Messerschmitt wurde bekannt mit seinem ersten Motorflugzeug im Jahr 1926. Damals flog mein Vater mit diesem Flugzeug von München nach Rom über die Zentralalpen, zweisitzig zusammen mit Herrn von Conta. Dieses Flugzeug M17 war eine außerordentlich spartanische Geschichte. Man sieht das sehr schön, wenn man diese Bilder sich betrachtet, wie die Piloten einsteigen mussten. Es ging praktisch nur mit einem Schuhlöffel. Allein kam man da kaum rein. Und raussteigen, das bedeutete, man musste sich irgendwie zur Seite rausfallen lassen. Als die Maschine in Rom landete, da glaubten die Umstehenden zunächst, es wäre ein Unfall passiert und es handelte sich um einen Schwerverletzten. Auch im Flugzeug, im Rumpf war es maßlos eng. Mein Vater hat später schimpfend sich beklagt, dass er sein Overall nicht aufknöpfen konnte während des Fluges, also jenseits der Alpen in das italienische Klima gekommen sind. Diese Flugzeuge waren also ausgelegt auf sportliche Höchstleistungen, wenn auch die Rekordjagd keineswegs Sinn des Ganzen war, sondern es handelte sich hier um Erprobungsflüge, wobei gerade die Hochgebirgsüberfliegungen besonderes Gewicht hatten, denn die Motoren damals, es waren sehr leichte Motoren mit maximal 40 PS. In diesem Fall war es ein 29 PS Motor. Diese Motoren waren noch sehr anfällig. Man flog ohne Fallschirm, ganz einfach, weil der Fallschirm in diesen Flugzeugen keinen Platz hatte. Und wenn der Motor ausfiel, dann blieb nur noch die Notlandung übrig. Mein Vater flog einmal mit einem solchen Leichtflugzeug 1926 im Frühjahr über den Großglockner nach Budapest. Und sein Flugbuch weist aus, dass er auf diesem Flug rund ein Dutzend Notlandungen gehabt hat. Das verlangte natürlich eine ganze Menge fliegerisches Können, das unterstützt wurde durch die guten Segeleigenschaften, die diese Flugzeuge hatten.
Die M17 wurde Vorläufer aller späteren bekannten Messerschmitt-Flugzeuge. Wenn wir uns dieses Flugzeug ansehen und vergleichen es mit der Messerschmitt Typhoon, die knapp 8 Jahre später erschienen ist, dann sehen wir, was damals geleistet wurde. Die Typhoon, die heute noch ganz modern wirkt, und daneben der Motorsegler M17. Die Me 108 war ja der direkte Vorläufer des Jagdflugzeuges Me 109. Man vergisst über diesen bekannten Jagdflugzeug immer, dass Messerschmitt ja seine ersten großen Erfolge dann mit Verkehrsflugzeugen errungen hat, die direkt aus der M17 entwickelt wurden, wie die M18 oder die M20. Diese Flugzeuge waren ungewöhnlich wirtschaftlich. Die Messerschmitt M18 zum Beispiel war in ihrer Zeit, 1928, das wirtschaftlichste Flugzeug überhaupt. Dies war die M18D. Die M18-Entwicklung hatte mit einem Nahverkehrsflugzeug für 3 bis 4 Passagiere begonnen. Ein Modell hiervon aus den 20er Jahren ist im Besitz der Familie Messerschmitt. Es ist aus Metall, wie das Original, die erste Ganzmetallkonstruktion Willi Messerschmitts. In Auftrag gegeben hatte die M18 Theo Kronheis, ein damals sehr bekannter Flieger, der eine kleine Fluggesellschaft betrieb, die Nordbayerische Verkehrsflug GmbH. Der damalige Kaufpreis lag bei 20.000 Reichsmark. Theo Kronheis und Willi Messerschmitt hatten sich an ihren Firmen gegenseitig beteiligt. Der Erfolg der M18 ermutigte Messerschmitt 1927 zur Konstruktion eines größeren Verkehrsflugzeugs für 10 Passagiere, der M20, im Auftrag der damaligen Lufthansa. Der von Messerschmitt entwickelte extreme Leichtbau ermöglichte eine Zuladung, die für die damaligen Verhältnisse ungewöhnlich günstig war. 1800 Kilogramm Zuladung bei 2800 Kilogramm Eigengewicht. Doch der Prototyp stürzte durch eine Fehlreaktion des Piloten ab. Kronheis bewies mit dem zweiten Prototypen im August 1928 die Leistungsfähigkeit. Die M20 hatte mit ihrem 500 PS BMW-Motor sehr gute Start- und Steigleistungen und war mit 205 km/h das damals schnellste Verkehrsflugzeug. Doch es gab 2 weitere Unfälle und dadurch eine Reihe von Schwierigkeiten für Messerschmitt und die Bayerischen Flugzeugwerke, bei denen er damals bereits nach Zusammenlegung seiner kleinen Firma mit diesem größeren Werk tätig war. Er hat dort nicht nur Verkehrsflugzeuge konstruiert, auch Sportflugzeuge. Eugen Wagner war in den 30er Jahren einer der sehr bekannten deutschen Segelflieger, national und international erfolgreich. Gleichzeitig aber junger Diplom-Ingenieur. Und der Anfang ihrer beruflichen Laufbahn war bei den Bayerischen Flugzeugwerken in Augsburg. Und damals war Messerschmitt Konstrukteur dort. Und Sie haben an ihn sicherlich noch einige sehr lebendige Erinnerungen. Aber ja, Willi Messerschmitt, bei uns nur kurz MTT genannt, war der Chefkonstrukteur. Vor allem für den neuen Leichtflugzeugbau, den er einführte. Vorher hatte man noch die alte herkömmliche Bauweise. Im Flamingo kam es zum Ausdruck in Holzbau. Der Flamingo war ein robuster Doppeldecker, der für Schulzwecke benutzt worden war. Das Schulflugzeug der Deutschen Verkehrsfliegerschule und weltweit bekannt als ein sehr robustes Flugzeug, das kaum kaputt zu kriegen war. Und er führte dann den Leichtbau ein. Es war also damals schon gewissermaßen sein Markenzeichen. Ja, also die Flugzeuge waren verhältnismäßig schwer. Und Messerschmitt ist schon der Konstrukteur gewesen, der es fertig brachte, dass ein Flugzeug selbst leichter war als wie das Gewicht, was man in das Flugzeug einladen konnte, jetzt mal ganz einfach gesagt. Auch die kleinen Sportflugzeuge hatten dadurch die Möglichkeit, verhältnismäßig viel Brennstoff mitzunehmen. Und das hat sich auch bei den Langstreckenflügen bewiesen, die Elly Beinhorn mit den M23-Typen gemacht hat. Das Flugzeug sehr leistungsfähig war, auch eben durch die Leichtbauweise. Also die Zuladung, die Zulademöglichkeit war größer zum Teil als das Eigengewicht des Flugzeugs. Genau, so ist es. Und das ist ungewöhnlich. Das gibt es eigentlich, kann ich mir nicht erinnern, bei keinem anderen Flugzeug war das der Fall. Und wie hat er das geschafft?
Ja, das war schon gutes technisches Können und eine extreme Auswahl an geeigneten Rohstoffen und Bauteilen. Man musste natürlich auch statisch, also rechnerisch, arbeiten, dass die Beanspruchungsgruppen, die alle festgelegt waren, eingehalten worden sind. Die Flugzeuge mussten ja alle genommen werden. Die M23 war eines dieser sehr leicht gebauten Sportflugzeuge. Genau, wohl das bekannteste Sportflugzeug dieser Zeit. Mit, wenn man sagt, die Klemm war vielleicht populärer. Aber die M23 hat den europäischen Rundflug zweimal gewonnen. Und das bedeutete allerhand natürlich. Das hat wohl auch den Bayerischen Flugzeugwerken in der Zeit, wo es wirtschaftlich gar nicht gut ging, hat das sehr viel geholfen. Für den Europarundflug 1934 konstruierte Messerschmitt die Bf108 Typhoon als viersitziges Sport- und Reiseflugzeug. Ein Kabinentiefdecker in Glattblech-Schalenbauweise mit Einziehfahrwerk, Vorflügel und Landeklappen. Ein Film vom Serienbau der Bf108 ist erhalten geblieben. Ausgangsmaterial sind glatte Aluminiumbleche. Auf den einholmigen Metallflügel, ein Patent von Messerschmitt, wird die Beplankung aufgebracht und mit dem Niethammer befestigt, mit Versenknieten, die eine glatte Oberfläche ermöglichten. In einer Helling werden die vorgefertigten Vorflügel angebaut. Fließbandarbeit fast wie im Automobilbau, 1935. Beplankung auch auf der Unterseite, mit der Aussparung für das Einziehfahrwerk. Der fertige Flügel erhält den Randbogen. An den Rumpf, ebenfalls in Metallschalenbauweise, wird der Reihenmotor angeflanscht. Das vorgefertigte Instrumentenbrett, für die damalige Zeit überraschend reichhaltig. Dieses Flugzeug erhält eine Holzluftschraube. In andere wurden auch Verstellpropeller eingebaut. Die seitlich abklappbare Kabinenhaube. Endmontage. Die Tragflächen werden angesetzt. Erprobung des Einziehfahrwerks. Es wurde noch von Hand, also mechanisch, betätigt. Bf108, später Me108, Typhoon. Spannweite 10,62 Meter, Rüstgewicht 880 Kilogramm, Zuladung 500 Kilogramm, Gipfelhöhe fast 5000 Meter, Reichweite fast 1000 Kilometer, Geschwindigkeit um 300 km/h. Besser sind wohl auch die heutigen vergleichbaren Flugzeuge nicht. Mehr als 40 Jahre später, auf dem Flugplatz Feuerstein in Franken. Wer ahnt bei diesem eleganten Flugzeug, dass es schon so alt ist? Es ist eine Me108 Typhoon, heute einer der begehrtesten Oldtimer. Und wie alle, die erhalten geblieben sind, mit bewegter Vergangenheit. Selbst neueste Tiefdeckermuster wirken nicht moderner. Ich habe im Laufe der Zeit herausgebracht, dass die Maschine schon auf dem Abstellplatz 1945 in Oslo
stand und ein junger Schwede sie von dem britischen Flugplatzkommandanten gegen einen elektrischen Rasierapparat eingetauscht hat. Die Maschine ist dann in Schweden mit drei verschiedenen Besitzern geflogen, wobei der letzte sehr große Flüge machte, zum Beispiel von Malmö nach Wien, Wien-Paris, Paris-London oder Wien-Rom. Und vor circa 6 Jahren habe ich die Maschine dann in Schweden gefunden und gekauft. Es ist erwähnenswert, dass die gesamte Maschine original ist, lediglich die Instrumente sind teilweise neue. Was also noch aufzutreiben war an neuen, neuwertigen originalen Instrumenten, ist auch noch eingebaut. Vollständig original ist auch noch die Argus-Luftschraube, der Windflügel für die Verstellung sorgt und die vollautomatisch arbeitet als Konstant-Speed-Schraube. Taifun im Überflug. Trotz der hohen Geschwindigkeit ist ihr Geräusch recht gering. Das liegt hauptsächlich an der niedrigen Drehzahl der Luftschraube im Vergleich zu den meisten heutigen Mustern. Eine Mi 108 in der neuen Luftfahrthalle des Deutschen Museums in München. Professor Gero von Madelung über seinen Onkel Willi Messerschmidt. Der Segelflugzeugbau war technisch natürlich eine hervorragende Schule, denn man musste sehr leicht bauen und man musste aerodynamisch sehr günstig bauen. Und das war eine Voraussetzung, um nachher mit guten Triebwerken auch hervorragende Motorflugzeuge zu bauen. Ich glaube, er hat seine großen Beiträge zur Entwicklung der Luftfahrt darin geleistet, dass er das wirtschaftliche Flugzeug, das wirtschaftliche Verkehrsmittel in besonderer Weise konstruktiv und entwicklungstechnisch bearbeitet hat. Wirtschaftlich hieß, dass das Flugzeug ein ganz besonders große Nutzlast im Verhältnis zum Eigengewicht des Flugzeugs erreichen musste. Diese günstige Verhältnis von Nutzlast zu Eigengewicht durfte aber auch nicht auf Kosten sehr teurer Bauweisen erreicht werden. Und Willi Messerschmidt hat es verstanden, wirtschaftliche Fertigungsverfahren und auch eine sehr wirtschaftliche Konstruktionsweise zu finden. So hat er zum Beispiel darauf verzichtet, den aerodynamisch optimalen elliptischen Flügel zu verwenden, sondern ist mehr zu dem geraden Trapezflügel gegangen, der zwar etwas Aerodynamik-Einbuße hat, aber doch in den Herstellungskosten voll wettmacht, was diese Einbuße ausmachte. Er ist in den Schnellflug sehr bald gekommen durch die Wettbewerbe in den 20er Jahren, die er ja auch erfolgreich gewonnen hat, wo es auf eine Wertung von Nutzlast, Reichweite und Schnellflug ankam. Das Flugzeug hier, die Mi 108, gebaut 1934, hat diese drei Aspekte in hervorragender Weise verbunden. Es war das erste, kann man wohl sagen, moderne Reiseflugzeug, ist auch heute noch modern. Es ist kein wirklicher technischer Sprung mehr erfolgt und hat in seiner Nutzlast, Reichweite mit seiner Reisegeschwindigkeit von 300 Kilometer pro Stunde einen absoluten Weltstandard damals gesetzt. Er hat ja auch das erste Strahlflugzeug in Großserie gebracht und das war wohl auch seine Stärke, Flugzeuge aus der Entwicklung in eine wirtschaftliche Serienfertigung zu bringen. Ich hatte das Glück, als junger Entwurfsingenieur mit Willi Messerschmidt arbeiten zu dürfen und war außerordentlich beeindruckt von seiner Vision des Ganzen und seiner Liebe zum Detail der Konstruktion. Das ist aus seinem Werdegang natürlich auch erklärlich. Er erzählte mir, dass er für sein erstes Motorflugzeug die Luftschraube nicht nur selber konstruierte, sondern auch eigenhändig geschnitzt hatte. Er war sehr penibel in der Detailarbeit, hat seine
Skizzen berechnet mit einem kleinen 12,5 Zentimeter langen Rechenschieber, aber mit erstaunlicher Genauigkeit. Die Nachrechnung wurde dann natürlich von den Spezialisten gemacht. Es war immer verblüffend, wie genau er schon das errechnete, was später rauskam. Willi Messerschmidt war erst 35 Jahre alt, als er die Bf 108 Typhoon konstruierte. Eine Typhoon benutzte er als eigenes Reiseflugzeug, DIMTT, sein Namenskürzel. Wer etwas von der Fliegerei verstand, erkannte sofort den zukunftsweisenden Fortschritt im Flugzeugbau. So auch die damals weltberühmte Fliegerin Ellie Beinhorn. Mehr als 50 Jahre später erinnert sie sich. Mit der Typhoon haben sie auch eine ganze Reihe besonders bemerkenswerter Flüge gemacht. Vor allen Dingen, alle diese Flüge wären ja auch heute noch ganz große sportliche Leistungen. Naja, also heute ist das natürlich lange überholt, weil die Maschinen schneller sind und größeren Aktionsradius haben. Aber damals waren das ganz gute Ideen. Ich kam aus Amerika zurück und hörte von einer Wundermaschine von Messerschmitt und bin dann runtergeflogen nach Augsburg und habe sie mir angesehen, habe sie mir ausgeliehen und war von ihr so begeistert, dass ich mir gesagt habe, nachdem ich jetzt, ich hatte damals einen ziemlichen Namen in der ganzen Welt durch meinen Feldflug und alle möglichen anderen großen Unternehmungen, um diese Maschine ganz schnell bekannt zu machen, müsste man mit ihr etwas machen, was also einfach hinhaut, ganz keine ewig lange hingedehnte Geschichte mit langen Berichten und so, sondern irgendeinen Knüller. Und dann kam ich zurück nach Augsburg und sagte, ich möchte in einem Tag von Deutschland nach Asien fliegen und wieder zurück. Und dann haben die mich so ein bisschen merkwürdig angeguckt, als wenn ich ein bisschen viel Sonne gehabt hätte. Und wie ich ihn dann aber auseinandergesetzt habe, dass das gehen würde, wenn man entsprechend große Tanks einbaute, dann haben sie auch Feuer gefangen und haben das gemacht. Und dann habe ich es gemacht. Und dann bin ich am 13. August 1935 bin ich nachts, also nach Mitternacht, weggeflogen in Gleiwitz, weil ich mir nicht ganz sicher war, ob ich es schaffen würde, von Berlin bis nach Konstantinopel, rüber nach Asien, Konstantinopel und zurück nach Berlin, ob ich das schaffen würde. Und bin also an die deutsche Grenze gegangen, nach Südosten. Und das klappte aber alles hervorragend. Ich kam nur auf dem Rückflug in sehr, sehr schlechtes Wetter rein, so dass also ein Lufthansa-Kapitän mir nachher gesagt hat, dass er also aufgegeben hat, weil ihm das Wetter zu schlecht war. Da war ich natürlich sehr stolz. Und nun hatte ich gefunden, das ging ganz gut und ich war noch nicht an der Grenze des Möglichen für einen Tag. Und habe mir dann überlegt, was könnte man noch machen. Und dann kam ich auf die Idee, es war ein Riesenerfolg, dieser Flug, der ging durch Zeitungen der ganzen Welt. Und dann habe ich gedacht, jetzt fliege ich in einem Tag über drei Erdteile. Das weltweite Echo war natürlich auch darauf zurückzuführen, dass ein hübsches junges Mädchen dieses fliegerische Kunststück vollbracht hatte. Von der Me 108 wurden über 1000 Exemplare gebaut. Sie haben dann die Me 108 auch noch mal nach dem Krieg geflogen? Oft, ja. Nein, ich habe sie nach dem Krieg habe ich sie wieder geflogen und habe bei der Gelegenheit auch Professor Messerschmidt unten in seinem Haus, das er sich nach dem Krieg gebaut hatte, in Estepona besucht und habe dabei der Gelegenheit auch diese Luftaufnahme gemacht. Professor Messerschmidt hat ja damals für die Spanier konstruiert, als er in Deutschland noch nicht wieder arbeiten durfte und hat sich also daraufhin dann dieses Grundstück und dieses wunderschöne Haus gebaut, und dass er mich dann eingeladen hatte. Und da habe ich eine alte Typhoon, in deren Bordtuch stand Baujahr unbekannt. Mit der bin ich dann also runtergeflogen. Das hatte ich zur Bedingung gemacht für diese Einladung. Naja, und so war das also dann. Neben der Me 108 im Deutschen Museum steht eine Me 109. Erstflug des Prototypen im Jahre 1935, später das Standardjagdflugzeug der deutschen Luftwaffe, in anderen Ländern sogar noch weitergebaut bis in die 50er Jahre hinein. Die Me 109 im Deutschen Museum ist die wohl älteste noch erhaltene,
Baujahr 1938-39. Im Museum auch ein Modell eines Messerschmitt-Flugzeuges, das in die sonstige Entwicklungslinie nicht hineinzupassen scheint. Es ist der Gigant Me-323, ein sechsmotoriger Großraumtransporter mit über 55 Metern Spannweite, das größte bis dahin gebaute Flugzeug. Als Me-321 war es ursprünglich als Lastengleiter von einem Konstruktionsteam unter Diplom-Ingenieur Fröhlich entwickelt worden. Bei nur knapp 13 Tonnen Eigengewicht konnte es eine Zuladung von 22 Tonnen befördern. Die Zelle bestand aus Holz, Stahl, Sperrholz und Bespannstoff. 1941 fand der Erstflug statt. Geschleppt wird der Gigant hier von drei zweimotorigen Me-110, im Start unterstützt von Raketen unter den Tragflächen. Nach Gebrauch konnten sie abgeworfen werden, ebenso das Fahrwerk, denn gelandet wurde auf Kufen. Da der Schlepp mit drei Flugzeugen überaus gefährlich war, verwendet man später unter anderem die eigens hierfür entwickelte fünfmotorige He-111Z. Im Gleitflug wirkt der Riesenvogel lange nicht so plump wie auf dem Boden. Konzipiert war er für große Invasionsunternehmen. Er konnte bis zu 180 Soldaten und sogar Panzerfahrzeuge geräuschlos befördern und praktisch auf jeder größeren Wiese landen. 200 Stück davon sind gebaut, viele davon allerdings später zur motorisierten Me-323 umgerüstet worden. Im Deutschen Museum befindet sich eine weitere Messerschmitt-Sonderentwicklung, das Raketenflugzeug Me-163 Komet, konstruiert von Alexander Lippisch, der bis dahin vor allem durch seine Segelflugzeuge und Experimente mit Nurflüglern bekannt geworden war. Die Tragfläche ist eine Holzkonstruktion und hat Landehilfen. Das Flüssigkeitsraketentriebwerk von Walter gab hier seine enorme Kraft ab. Zu einem der vielen Erprobungsflüge klettert ein Werkpilot in das enge Cockpit. Fertig betankt mit den hochexplosiven Treibstoffen wird das Flugzeug erst im letzten Augenblick. Jetzt ist es buchstäblich ein heißer Ofen. Der Pilot sitzt auf einem Feuerstuhl. Die Me-163 startet auf einem Fahrwerk, das nach dem Abheben abgeworfen wird. Schon beim vierten Erprobungsflug konnte der bestehende absolute Geschwindigkeitsrekord einer Me-209 mit 755 km/h spielend überboten werden. Später überschritt der als Segelflieger sehr bekannte Heini Dittmar sogar erstmals die 1000 km/h-Grenze im Waagerechtflug. Doch wegen des Krieges wurde dieser Weltrekord geheim gehalten. Das Raketentriebwerk konnte seine volle Leistung allerdings nur wenige Minuten abgeben. Die Me-163 landete als Gleiter. Bis Ende 1944 sind fast 400 dieser Abfangjäger ausgeliefert und zum Teil noch eingesetzt worden. Ihre Erfolge waren allerdings gering. Anders bei der Me-262, des ersten in Serie gebauten zweistrahligen Düsenjagdflugzeugs. Flugkapitän Fritz Wendel, der für Messerschmitt auch den absoluten Geschwindigkeitsweltrekord für Propellerflugzeuge errungen hatte, unternahm den ersten Flug im April 1941. Doch zu einem Serienbau kam es erst Ende 1943. Fast 1500 Me-262 sind bis 1945 ausgeliefert worden. Allerdings zu spät, um das Kriegsgeschehen noch beeinflussen zu können. Doch die Me-262 steht als Serienflugzeug am Beginn des Düsenflugzeitalters. Zu den engsten Mitarbeitern Messerschmitts in dieser Zeit zählte Diplom-Ingenieur Fritz Hensen. Als technischer Direktor war er für die gesamte Produktion der Messerschmitt-Werke zuständig. Von ihm stammen grundlegende Ideen in der Serienfertigung. Zu den Konstrukteuren gehörte Diplom-Ingenieur Dr. Ludwig Bölko,
der spätere Mitbegründer der Luft- und Raumfahrtunternehmensgruppe Messerschmitt-Bölkow-Blohm, MBB. Er erinnert sich an die Zusammenarbeit mit Professor Messerschmitt. Also so bin ich eigentlich mit ihm zusammengekommen, denn war das bezeichnet in dieser Zeit, das war vielleicht 42, um die Zeit, da haben wir manchmal, also hier, wenn man mit Entwürfen rüberkam, das war die spätere 309, die ist ja auch da, glaube ich, drin, ne, in den Bildern. Und weil ich schon erwähnt habe, dann sind wir morgens um 10 angetreten, ja, und um 11 waren wir abends noch da, ohne Mittag, ohne Abendbrot, ne. Kaffee wurde uns auch nicht angeboten, ne. Er hat überhaupt nichts gekannt. Er hat immer weiter das an einem riesen Tisch mit Bezeichnungen. Da haben wir also in den Details rumgemalt. Ne? Und da war er unglaublich fanatisch. Ne? Das hat sich auch auf uns übertragen, ne? Dass man extremste Entwürfe machte, extremste Untersuchungen machte, ne? Und immer noch schneller sein wollte, immer noch kleiner sein wollte und so. Aber das war eigentlich die größte Fähigkeit. Und alle, die das Glück hatten, mit ihm zusammenzuarbeiten, ne? Die haben doch, viele, viele Leute haben dieses übernommen, ne? Dieses wirklich echte Denken, also dass man also versucht, aus der Technik alles da draus zu holen, was möglich ist. Ne? Und man kann sich auch vorstellen, dass das oft sehr unangenehm war, mit ihm zu arbeiten. Ne? Weil er rücksichtslos die Zeitung zerriss und mit dem Bleistift rumfurchte. Ne? Und er sagte, mach ich es lieber selber, ne? Und so in dem Stil. Ne? Mit Professor Willi Messerschmitt eng zusammengearbeitet hat auch Ritter von Skribik. Vor allem als Berater auf wirtschaftlichem Gebiet. Er war ein Mann, dessen Freundschaft nicht leicht zu gewinnen war. Sehr scheu, zurückhaltend, aber zugleich der Wärme einer Freundschaft oder Möglichkeit, sich aufzuschließen, nicht nur zugeneigt, sondern bedürftig geradezu. Er war im Grunde genommen ein Mann mit vielen einsamen Stunden und er war glücklich, wenn er im Gespräch zu zweit oder in einem ganz kleinen Kreis, auch in einem kleinen Kreis, aber niemals vor einem großen Forum, das war ein Echo fand und dann konnte er auch großartig erzählen.